Frühstück, wir sind ein bisschen spät dran, weil das Bett im Hotel war einfach so genial. Also ich glaube, wenn Jesse mich nicht tausendmal jetzt gestichelt hätte, ich hätte bis mittags gelegen. Ja, jetzt ab zum Frühstück schnell und dann los. Unser Frühstück fängt jetzt erstmal mit Kaffee, Saft und Brot an. Der Rest, der muss noch zubereitet werden, weil hier gibt es nämlich diesmal kein Buffet, sondern man kann von der Karte aussuchen, welches Paket man möchte. Da gab es echt viel Auswahl, aber halt kein veganes. Ja, und deswegen wird das extra was für uns gekocht. Das ist auch richtig cool gemacht in dem Frühstücksbereich mit den ganzen frischen Früchten. Und richtig genial ist hier die Kerze. Die hat gestern Abend geleuchtet und da ist der ganze Wachs von ich weiß nicht wie vielen Jahren drauf. Echt cool. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free with me. Wir sind jetzt in Rivo Lagartos angekommen und ja, ihr seht ja schon im Hintergrund, es sieht wieder mega geil aus, wie auf so einer Fototapete. Und ja, hier werden wir uns jetzt gleich ein Boot mieten. Und dann werden wir Flamingos besuchen oder Krokodile vielleicht auch sehen und eine Menge Vögel. Ja, schauen wir mal, was kommt. So, wir starten jetzt unsere Tour, haben auch einen netten Fahrer gefunden, kostet 800 Pesos zusammen. Nach dem Handeln. Und ja, starten wir los, aber Krokodile kann man im Moment leider nicht sehen, meinte ich. Aber Flamingos und wir fahren noch zu einem pinken See. Genau. Wenn das Boot dann auch gleich gut springt. Vorne haben wir jetzt einen Adler entdeckt, der nennt sich auf Spanisch Águila. Guckt euch das mal an, wir haben tatsächlich doch ein Krokodil hier gefunden. Oh, das kommt ganz. Krass. Nein, ernsthaft ein riesiges Krokodil. Ja, echt super nah. Cool, das zeigt schon 10. Ja. Ist das lang? Thank you.
Flamingos eigentlich rosa? Die Flamingos fressen vor allem Algen und Krebse, die spezielle Carotinoide enthalten. Würden sie diese nicht fressen, so blieben ihre Federn weiß. So, wir haben erstmal angehalten und gehen jetzt mal vom Bötchen. Das pinke Wasser des Sees hat auch hier einen ganz natürlichen Hintergrund. Mikroorganismen, Algen und Salzwasserkrebse, die zum Teil den Farbstoff Beta-Carotin produzieren, lassen das Wasser besonders schön leuchten. Ja, zurück im Auto. Das war mal unfassbar. So schön hier, das hätten wir uns echt nicht so vorgestellt. Nee. Ich wusste sowieso vorher nicht, wo es hingeht. Jessie hatte das im Internet rausgesucht. Das hat mich doch mal oder uns beide umgehauen, ja, oder? Ja, wir könnten leider nicht so viel erzählen, weil es sehr windig war, aber... Ja, auch das Essen gerade in einem Restaurant hier, preislich voll okay, eine gute Portion. Also hier hat heute echt mal alles gepasst. War ein richtig schöner Tag, muss man super, sagen. Ja, echt, hätten wir jetzt gewusst, dass wir hätten auch noch schwimmen gehen können. Wobei im Nachhinein, wo wir das Krokodil gesehen haben, wissen wir nicht, ob wir schwimmen gegangen wären. Und da hätten wir auf jeden Fall sogar noch ein Schlammbad machen können. Und die ganzen Leute waren total voller Schlamm im ganzen Körper. Das sah auch voll lustig aus. Aber gut, wir hatten keine Schwimmklamotten dabei, deswegen fiel das flach. Der Typ hat trotzdem gefragt, ob wir rein wollen, aber in den Klamotten nicht. Ja, nee. Aber es ist unsere mega. Natur, unsere Erde ist wirklich unfassbar schön. Manchmal haut es einen so um. Das ist wieder das Paradies und... Ihr müsst, wenn ihr es könnt, hier hinkommen. Ja, wenn ihr in Mexiko also, seid, fahrt hier hin, echt. Jetzt erstmal Klimaanlage anmachen, weil es wird super warm gerade im Auto. Paradies kann es regnen, wir sind gerade durch einen kleinen Regenschauer gekommen, der hört wieder auf, aber davor wurden wir noch von der Polizei angehalten, von der mexikanischen. Ja. Und ja, die ist ja auch überall verstreut, muss man schon sagen. Wir haben jetzt schon sehr so viel Polizei gesehen, richtig, wirklich richtig viel. Und manchmal mit den dicksten, schüssigeren Westen, richtig fetten Maschinengewehren. Mhm. Also die sind echt schon sehr gut ausgerüstet hier, muss man sagen. Aber ja, auf jeden Fall super nett auch, oder? Die sind so nett gewesen, die Menschen schon wieder, also die Polizisten. Bis jetzt haben wir echt noch keine unfreundlichen Leute kennengelernt oder getroffen. Ja, wirklich. Die meisten halten sich nicht hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaub, nur wir. Wir sind die Einzigen, die das machen. Echt? Aber eben hatten wir auch echt eine knappe Situation. Ich glaube, da wären wir fast in einen Unfall verwickelt worden, weil einer echt noch kurz vorher einscherte beim Überholen auf die richtige Straßenseite wieder. Und das war wirklich sehr knapp. Und ja, wir werden ständig überholt. Die fahren halt teilweise sehr nah auf, aber ja, ansonsten ist es ein sehr schönes Fahren, weil die Straßen halt gut sind und es ist auch nicht so viel Verkehr. Nee, muss man sagen. Meistens sind die Straßen auch gut breit. Ja. Und jetzt sind wir gleich zu Hause wieder in einer halben Stunde ungefähr. Ja. Wir sind wieder zurück in unserer Unterkunft und versuchen endlich mal wieder ein Video hochzuladen bzw. weiter hochzuladen. Das lädt jetzt schon bestimmt 15 Stunden hoch und jetzt geht's weiter.
und die Akkus werden geladen. Und jetzt gleich geht's wieder mal was essen. Aber erstmal erkunden wir die Gegend noch. Und hinten steht unser Auto. Haben wir gerade entdeckt, dass man das vom Zimmer aus sehen kann. So, jetzt sind wir wieder direkt vom Hotel. Jetzt wollen wir uns hier auch mal den Central Park angucken. So heißt der Park hier. Der ist wirklich mittendrin im Ort und direkt vor dem Hotel. Wir sind jetzt im Park angekommen. Das erinnert uns auf jeden Fall ein bisschen an Cien Fuegos auf Kuba. Weil man kann sich hier überall hinsetzen. Und da vorne gibt es auch so eine Kirche. Und ja, es ist echt schön gemütlich. Die Vögel, die machen immer ganz komische Geräusche. Hört mal. Hallo. Ja. Ja, ist echt cool. Was hier richtig cool ist und viel cooler als die Parkbänke, sind diese Sitzmöglichkeiten. Da kann man sich reinsetzen und sich wenigstens bequem unterhalten, oder? Ja, weil... Hast du dich mit dem Rucksack mit rein? Oh. Hallo. Hallo. Erstes Date. Schaut mal, da hinten läuft ein Mann mit Zuckerwatte rum und da hat noch einer einen Rucksack. Was ist denn da drin? Popcorn-Rucksack, wie genial. Wir gehen jetzt was essen und ja, das war's dann heute auch eigentlich mit dem Tag. Und der Tag wird uns lange noch in Erinnerung bleiben. Einmal der Ort an sich hier, Valladolid, der ist wirklich schön. Wenn auch gerade laut für den Autos. Ne, der ist wirklich schön. So ursprünglich und ruhig alles, gar nicht so wirklich touristisch. Und ja, heute am Meer, oder? Boah, das war der Hammer. Einfach, ja, unbeschreiblich schön. So sieht's aus. Ja, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, und dann lasst uns einen Kommentar, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und dann bis morgen. Bis morgen. Ciao.